Jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der möchte gerne mit anderen Menschen, mit anderen 24 Personen, den Mars besiedeln. Robert Schröder, hallo, herzlich willkommen. Robert, du bist 27 Jahre alt, Physiklaborant, richtig? Richtig. Und studierst Elektrotechnik noch zurzeit. An der Hochschule, ja. Das ist ein Projekt. Da kommen wie viele Leute nachher in Frage? 24 wollen hoch auf den Mars, also insgesamt 24 Personen. Und du bist einer von den letzten 100 Bewerbern? Von den letzten 100 Bewerbern, richtig, ja. Wer macht dieses Projekt? Also das muss ja irgendwie finanziert werden. Ja, klar. Also das ist eine niederländische Stiftung, nennt sich Mars One. CEO ist Bas Lenstorp, der hatte die Idee gehabt 2011 und hat das halt Ganze ins Leben gerufen. Und da habe ich dann halt Anfang 2013 einen Clip von Mars One gesehen. Jeder kann sich bewerben, Flug ins All zum Mars. Dann dachte ich, geile Sache, weil das ist halt schon mein Kindheitstraum gewesen, hoch ins Weltall zu fliegen. Es hat aber sehr extreme Konsequenzen unter Umständen. Da reden wir gleich drüber nach der Werbung. Bleiben Sie dran, bis gleich. So, da sind wir wieder. Robert Schröder ist bei uns. Also er möchte mit dem Projekt Mars One zum Mars hoch. So, richtig. Und jetzt bist du unter den letzten 100, die in Frage kämen. 24 sind es dann am Ende. Mhm. Die fliegen zum Mars. Richtig. Also 2024 ist der erste Raketenstart. Ja. Das werden halt Viererteams gebildet zu zwei Männern, zwei Frauen. Also es ist immer 50-50. Ja. Und alle zwei Jahre ist dann geplant, eine neue Crew hochzuschicken, sodass wir dann oben auf dem Mars eine Kolonie errichten, Step by Step. Und ich wäre halt gerne einer der Ersten dabei, die das dann errichten, diese ganze Geschichte hier. Kann man denn da überhaupt leben auf dem Mars? Ja, also der Mars hat... also da herrschen durchschnittlich minus 55 Grad Celsius. Aber schon frostig, ne? Schön kühl. Ja. Also wir hatten das ja, dass man ja auch tiefgefroren überleben könnte, ne? Ja. Und das ist dann halt auch eine sehr dünne Atmosphäre, also 6 Millibar und überwiegend Kohlenstoffdioxid, also 95%. Also man kann da auch nicht atmen wirklich. Also wenn warum willst du denn da hin? Bleib doch hier. Bleib doch hier, es ist so... Okay. Ja, die Erde ist schön, keine Frage. Ja, aber ich bin halt so ein Naturwissenschaftler und ich habe den Drang zu erforschen und erkunden und zu basteln. Ja, und das Blöde ist ja, man kann nicht mehr zurück, wenn man mal da ist. Warum nicht? Ja, das ist eine One-Way-Mission. Also das ganze Unternehmen ist darauf ausgelegt, den Mars zu beseelen, eine Kolonie zu errichten und eine neue Zivilisation zu schaffen. Und das ist halt so, wenn man überlegt, was hoch ins Weltall kommt. Also das sind ja immer so Raketen und wenn man anschaut, die obere Spitze ist nur der Teil, der nach oben gelangt. Ja. Und auf dem Mars, da bräuchte man halt auch nochmal so eine Rakete, um vom Mars zur Erde zu fliegen. Ist es denn nicht möglich, in ein paar Jahren das Ding einfach zu verdoppeln und zu sagen, okay, dann kann man auch wieder zurückfliegen? Ja, also die NASA, die sieht es ja auch vor, Rückflüge zu machen. Und, aber wir wollen halt auf dem Mars leben und einen neue Menschheit errichten, neue soziale Strukturen zeigen. Weil das ist ja auch alles sehr international. Also die Teams, die werden so gebildet, dass die aus unterschiedlichen Kontinenten kommen. Ja. Und wir wollen dann auch zeigen, dass wir Menschen einfach zusammenhalten können. Ja, das ist auch schon eine harte Entscheidung, die man da trifft, ne? Ja, also... Man weiß ja gar nicht, was passiert. Wenn die Ersten, die da oben sein werden, wissen ja gar nicht, ob sie es überhaupt hinkriegen. Da erstmal, man muss ja Material dabei haben, man muss Sauerstoff dabei haben. Kann man denn genug Sauerstoff dabei haben? Ja, also das wird vor Ort produziert. Das ist so, dass diese Missionen vorab diese Module hochfliegen. Ja. Und da gibt es halt so eine Life Support Unit und der Mars Rover, der schöpft dann die Erde von den, also man landet da, wo die Pole sind, da wo es halt Wasser gibt in gefrorener Form und das wird dann halt erhitzt, Wasserdampf und dann hat man halt Wasser. Und kann das trinken und kann daraus Sauerstoff produzieren. Dann werden dann vorab diese Tanks gefüllt. Und wenn die Systeme laufen, also die Energieversorgung der Kapsel, steht dann 2024 der Start der ersten Crew. Und was isst man da?
Gibt es da irgendwas? Tiere? Oder muss man da ja. Steine essen? Tiere gibt es da oben nicht. Also das ist dann so, dass man sich dann vegan ernähren muss. Weil, da wächst doch auch nichts bei 55 Grad minus, oder? Ja, die werden schon temperiert, die Pflanzen. Also. Ach so, im Gewächshaus. Das genau. Nimmt man dann mit? Ja. Genau, also das sind sogenannte Inflatables, so Röhren, die ja. Wir dann noch aufbauen, wo wir dann hier sehen, einen Bereich, wo man einfach gemütlich seinen Tag verbringt. Ja. Und dahinter sieht man zum Beispiel etwas grün, wo sich dann halt das Gewächshaus auch anschließt. Okay. Und wo man dann halt Pflanzen züchtet, um sich dann zu ernähren. Bist du sicher, dass das richtig durchdacht ist, das Konzept? Oder, Natürlich, auf jeden Fall. Ich wäre mir nicht so sicher irgendwie. Hört sich jetzt erstmal bis 2024, hört sich jetzt erstmal, naja. Zum neuen Jahr. Würde sagen, ja, gibt es denn da WLAN zumindest oder so? Das wird schwierig. Also man hat definitiv WLAN da oben, aber die Kommunikation zur Erde ist halt verzögert. Also, es kann 3 bis 22 Minuten dauern, wenn ich jetzt Hallo sage, dass es dann zu dir durchdringt. Es ist aber noch nicht sicher, ob das überhaupt klappt, weil das kostet sehr viel Geld und das Geld ist noch nicht da. Das kostet 6 Milliarden Dollar, das Projekt. Das ist richtig, das Geld, 6 Milliarden Dollar. Im Gespräch ist ein Investor, der in Großbritannien sitzt, der das vielleicht alles finanziert. Also ich denke schon, dass das möglich wird. Ja, ich bin gespannt. Irgendwie wünsch ich dir ein bisschen, dass das nicht finanziert werden kann. Ach. Weiß nicht warum, aber nur mein Gefühl. Ja? Ansonsten, bevor es losgeht, kommst du auf jeden Fall nochmal wieder zu uns und erzählst uns davon. Vielen Dank erstmal für die Erläuterung. Robert Schröder.